Hallo zusammen. Heute erzähle ich euch, wie es mir gelungen ist, mein Deutsch innerhalb von 5 Monaten von A2 auf C1-Niveau zu bringen. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Erstmal möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Anna. Ich bin in Russland geboren und aufgewachsen und dort studiert. Und als ich 22 Jahre alt war, habe ich mich entschieden, nach Deutschland umzuziehen, um weiter zu studieren. Denn ich dachte, ein in Europa abgeschlossenes Studium gibt mir viel mehr Möglichkeiten im Leben. Mittlerweile bin ich Masterstudentin an der Hochschule Koblenz. Ich studiere Business Management. Außerdem bin ich als BWL und VWL Lehrerin tätig. Ich habe nicht immer so frei Deutsch gesprochen. Wie gelingt es einem eigentlich, so schnell eine Fremdsprache zu lernen? Ich gebe euch 5 Tipps, die ich selbst gerne gebraucht hätte zu dem Zeitpunkt, wo ich Deutsch gelernt habe. Vielleicht helfen sie euch weiter. Tipp Nummer 1. Setzt euch ein klar ausformuliertes Ziel. Das Ziel muss definiert und terminiert sein. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich würde gerne Deutsch lernen. Ihr müsst euch genau vorstellen, zu welchem Zeitpunkt, welches Niveau von der Fremdsprache ihr gerne beherrschen würdet. Beispielsweise hatte ich das Ziel, in einem halben Jahr mit dem Studium anzufangen. Ich hatte einen bestimmten Zeitraum, in dem ich mein Deutsch auf ein bestimmtes Niveau verbessern musste und deswegen hat es so gut funktioniert. Tipp Nummer 2. Macht euch einen genauen Lernplan. Ihr müsst eine richtige Vorstellung haben, wie viele Stunden pro Tag ihr in die Sprache investieren wollt. Zum Beispiel, als ich damit angefangen habe, habe ich eine Sprachschule besucht und unser Unterricht hat täglich 4 Stunden gedauert. Anschließend habe ich noch zu Hause gelernt, ich glaube 5 Stunden. Das war schon viel. Auf jeden Fall war das eben mein Tempo, in dem es mir ganz angenehm war, die Sprache zu lernen. Aber ich habe mir die Zeit am Wochenende gelassen. Am Wochenende habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Ich habe mich einfach mit meinen Freunden getroffen, habe das Fitnessstudio besucht, habe die Filme geschaut, was auch immer. Das ist auch enorm wichtig, dass ihr euch freie Zeit lasst. Tipp Nummer 3. Sucht euch einen Gesprächspartner. Ihr könnt zu Hause viel machen. Ihr könnt Grammatik üben, schreiben, lesen, Hörverstehen üben, von mir aus anhand meiner Videos. Aber mit dem Sprechen funktioniert es nicht so gut. Und das ist nicht nur für die Prüfung. Das hat für den Alltag eine große Bedeutung. Die Deutschen sind ein sehr geduldiges Volk. Sie hören euch auch gerne zu, unter einer Bedingung: Ihr müsst die Zähne auseinander bekommen. Keiner will auf eure Reaktion 5 Minuten warten. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, spontan zu sprechen, dann kommt das Gespräch gar nicht zustande. Tipp Nummer 4. Arbeitet an eurer Aussprache. Das ist wie eine Visitenkarte. Wir haben nur eine Möglichkeit, einen bestimmten Eindruck von uns zu hinterlassen, wenn jemand vor uns steht. Außerdem macht es sehr viel Spaß, wenn einer nicht richtig erkennen kann, wo ihr herkommt oder wie lange ihr schon in Deutschland seid. Das hat bei mir ungefähr nach einem Jahr angefangen. Als ich neulich meine Kommilitonen kennengelernt habe, haben sie mich gefragt, du Mensch, wo kommst du eigentlich her? Habe ich erzählt und haben sie gesagt, du bist aber hier aufgewachsen, oder? Und da musste ich so lachen, weil ich zu dem Zeitpunkt nur knapp ein Jahr in Deutschland war. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, jetzt musst du deine Aussprache noch weiter verbessern, weil es gibt eigentlich keine Obergrenze zur Perfektion. Man kann nur besser werden. Und Tipp Nummer 5, und das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, ihr müsst versuchen, euer Leben komplett in Deutsch zu übertragen. Was meine ich damit? Als ich nach Deutschland umgezogen bin, hatte ich das Gefühl, ich kann nicht über alle Themen sprechen, weil mir einfach der Wortschatz fehlt. Ich habe das relativ schnell erkannt und habe mich ganz schnell mit auseinandergesetzt, damit ich einfach alle meine Interessen, die ich in meiner Kultur immer hatte, auf Deutsch übersetze. Außerdem ist es auch noch wichtig, dass ihr euch für viele verschiedene Sachen interessiert. Je mehr Themen ihr beherrscht, desto einfacher ist es, sich an einem Gespräch zu beteiligen. Das sind soweit alle Tipps von mir, die ich euch gerne mitgeben wollte. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Schreibt mir unten in die Kommentare, wie lange ihr schon in Deutschland seid und welches Sprachniveau ihr mittlerweile habt.
Ansonsten sehen wir uns in 2021. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Alles Gute.